Yo YouTube, was geht? Desips hier und herzlich willkommen zu einem Q&A Frage und Antworten Video. Ich bin gerade erst aufgestanden, ich bin ein bisschen verpeilt immer noch, aber ist egal. Heute ist Donnerstag, das Video kommt morgen Freitag und ich habe seit einem Monat oder zwei Monaten kein Q&A mehr gemacht und da jetzt in der letzten Zeit, was Abos und Klicks und alles angeht, deutlich besser geworden ist, habe ich mir gedacht, hau ich einfach mal ein Q&A raus, weil warum nicht, ne? Ich sitze hier in meinem wunderschönen Wohnzimmer. Auf jeden Fall sind die Fragen von Twitter diesmal. Den Link, falls ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, ist in der Videobeschreibung, im Overlay nicht, weil ich heute kein Overlay benutze, weil ich keine Facecam. Auf jeden Fall werde ich da sowas öfter machen. Ja, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Intens fragt, gehst du neben den Eishockeyspielen auch mal zum Fußball bei Köln oder so oder gar nicht? Also ich gehe schon zum FC halt, also FC Köln. Aber jetzt nicht so oft, vielleicht einmal in der Saison höchstens oder so. Also ich gucke die Spiele halt schon meistens und die Highlights und alles, aber ins Stadion gehe ich jetzt nicht so oft. Aber ich gehe auch nicht zum Eishockey, gehe ich jetzt auch nicht so oft. Skills Like Barca fragt, Penis in Nippelgröße oder Nippel in Penisgröße? Da würde ich ganz klar die Nippel in Penisgröße nehmen, aber nur die in Penisgröße von Umid, weil die sind dann ganz normal wie meine jetzigen Nippel, also kein Unterschied. Wann willst du ausziehen? Grüße gehen raus an... Ne, kann ich nicht lesen von SV. Alter, Leute, holt euch morgen den Namen. KXR Corley oder Kali oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Wann ich ausziehen will, also ich würde eigentlich so früh wie möglich ausziehen wollen, weil einfach hier, wo ich jetzt wohne, noch bei meinen Eltern, Internet ist nicht gut. Mein Zimmer ist mitten in der Mitte vom Haus, so, das heißt, ich könnte nachts schwer streamen oder kann auch schwer aufnehmen, wenn Leute da sind. Ist halt immer da ein bisschen scheiße. Ja, eine Herausforderung, alleine zu wohnen, aber ich würde es trotzdem gerne mal irgendwie versuchen, aber ist momentan noch nicht möglich, deswegen keine Ahnung, wann das sein wird. Warum bist du noch in keinem Zelos-Team oder habe ich was verpasst? Nee, ich bin noch in keinem Zelos-Team. Warum? Keine Ahnung, ja, die Leute haben sich halt andere Teams so gesucht. Viele Leute denken halt auch, dass ich kacke in COD bin, obwohl ich jetzt, denke ich mal, nicht so scheiße bin. Keine Ahnung, ich hätte mir halt vorgestellt, dass Jam mich zum Beispiel nimmt, aber Jam hat sich dann sein Mädchenteam gemacht, ne? Keine Ahnung, warum ich in keinem Team bin. Vielleicht komme ich noch in eins, zufällig, geht zwar nicht davon aus, aber ich werde auf jeden Fall beim Event sein, so oder so, weil das in Köln ist auch und von daher, warum sollte ich da nicht hingehen, ne? Aber mir gefällt die Kameraperspektive gar nicht. So, Jungs, das gefällt mir nicht. Halt die Scheißkamera jetzt so. Woher kennst du Imp Raptor, also Dominik? Das ist eigentlich so eine komische Story. Und zwar war ich ganz früher, bevor COD kam, war ich Uncharted 3. Also es gab, genauso wie es jetzt eine COD-Community gibt, gab es damals eine Uncharted 3-Community. Auch mit YouTubern, online, allem drum und dran. Damals, also nicht Twitter, damals war es Facebook, aber es gab, war alles genau dasselbe. Und Dominik, also Raptor, war damals schon Uncharted 3 YouTuber. Und ich war halt Abonnent von ihm und ich war, keine Ahnung, schon ein großer Fan. Und ich weiß nicht, damals, er war so einer der größten in Deutschland und er hatte 3000 Abonnenten oder irgendwie sowas. Also es war alles sehr viel kleiner halt. Auf jeden Fall war ich halt Abonnent von Dominik. Und irgendwann, als wir beide in die COD-Szene reingegangen sind, bin ich einfach zufällig in einen Skype-Call mit Dominik hineingezogen worden, also hinzugefügt. Und Dominik, also keiner wusste eigentlich, dass Dominik YouTube macht von den COD-Leuten. Keiner kannte den und ich er hatte sich da gerade seine Kniescheibe rausgerissen. Seine Kniescheibe ist rausgesprungen, genau so. Und das wussten halt nur Leute von Uncharted. Und Dominik dachte, dass er nur mit Leuten von COD gerade in diesem Call ist. Und ich meinte einfach nur so, yo, Energy damals noch. Yo, Energy, wie geht's eigentlich deiner Kniescheibe? Und dann so, hä, wer bist du, woher weißt du das und so? Aber nicht so, also schon so lustig auch gelacht und so. Und meinte so, ja, ich bin Abonnent von dir, Uncharted 3, bla bla bla. Und ja, dann haben wir uns extrem gut verstanden. Und bis heute beste Freunde. So ist das geworden. Was ist dein Lieblings-COD? Ja, wahrscheinlich Black Ops 2 immer noch. Ja, wahrscheinlich Black Ops 2. Arsch oder Titten? Titten. Team Boobs. Wie alt bist du und wie groß bist du? Ich bin 19 Jahre alt und ich bin 1,75 groß. Und jetzt kommt gerade meine Katze rein. Machst du nichts? Hallo. Ja. Hey Nesips, wie bist du zum Beruf YouTuber gekommen und bist du Vollzeit-YouTuber?
Also das ist ja ganz lustig. Ich kann ja von YouTube nicht leben und ich streame nicht. Also kann ich nicht, ich kann nicht davon leben. Aber wenn man es so sieht, bin ich momentan wirklich Vollzeit-YouTuber, weil ich mit meinem Studium null zufrieden war, mir was Neues suchen werde. Jetzt erstmal wahrscheinlich ein bisschen arbeiten werde, irgendwie Minijob oder Studentenjob oder so. Ich werde halt eingeschrieben bleiben, aber das Studium ist halt einfach nichts für mich. Aber meine Eltern lassen mich so momentan ein bisschen YouTube hauptberuflich machen, weil ich ihnen einfach gesagt habe, dass das ist, was ich machen will. Ich will irgendwann davon leben können, im besten Fall. Ich will das irgendwann hauptberuflich machen. Das ist einfach schon, keine Ahnung, seit ich angefangen habe, so mein Traum. Deswegen, ja, relativ korrekt von ihnen, dass die mir das auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen ermöglicht haben. Aber wie gesagt, ja, ich werde mir jetzt erstmal, denke ich mal, einen Job suchen. Und nein, deswegen, ich bin eigentlich kein Vollzeit-YouTuber, weil ich nicht davon leben kann. Wann kommen wieder Videos auf dem Impact-Clan-Channel? Ja, das ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ausrede hört sich wahrscheinlich scheiße an und ist wahrscheinlich auch eine Ausrede, dass wir alle mit unseren eigenen Channels viel zu tun haben. Aber ja, ich weiß nicht warum. Ich habe letztens da was hochgeladen, das war das einzige Video, der einzige Solo-Upload. Aber danach kam wieder wenig, was das angeht, leider. Ne? Arbeitet man, um zu leben oder lebt man, um zu arbeiten? Eigentlich lebt man ja, um zu arbeiten, weil man muss ja arbeiten, wenn man überleben will, würde ich jetzt sagen. Und man arbeitet nicht, um zu leben. Man könnte auch, wenn man zum Beispiel ganz viel gearbeitet hat und ganz viel Geld hat, kann man auch leben, ohne zu arbeiten. Weißt? Also würde ich sagen, man lebt, um zu arbeiten. Ja. Lieblings-NFL-Team. Ich habe zwar ein Trikot von den Jaguars an, aber das ist, weil das mein Lieblingsspieler ist. Eigentlich bin ich College-Football, also meine Lieblingsmannschaft ist College-Football, Florida State University. Deswegen ist es auch hier von Jalen Ramsey, der war da halt früher. Aber mein Lieblingsteam an sich in der NFL sind die Los Angeles Rams. Oder vielleicht noch Buccaneers, wegen Jameis Winston. Aber hier Jalen Ramsey ist mein Lieblingsspieler, Jaguars, keine Ahnung. Also, verfolgst du die Fußball-Bundesliga? Ja, aber nur Sportshow jeden Samstag. Ich habe keinen Sky oder so. Kommt bald eigener Merch? Ja, wird kommen, wirklich. Ich habe heute sogar mit Markus von 3D Supply geschrieben. Eigentlich muss man 50.000 Abonnenten haben, um seinen eigenen Shop bei 3D zu machen. Aber weil ich ein Impact bin, geht das schon früher. Das heißt, ich werde mich jetzt bald mal an ein paar, an Designs setzen einfach. Und dann wird das irgendwann kommen. Wenn ihr euch das kaufen würdet, schreibt es mal in die Kommentare. Es wird schlicht sein. Es wird sehr, sehr schlicht sein. Wen aus Impact kennst du schon am längsten? Marcel. War der erste, den ich in der COD-Community überhaupt kannte. Was bedeutet für dich eine Community? Nee, deine Community. Meine Community bedeutet für mich, dass meine Videos unterstützt und geklickt und geliked werden, egal was ich mache. Egal, ob ich COD mache, ob ich eine Q&A mache, ob ich eine Real-Life-Story mache, ob ich einen Real-Vlog mache, ob ich ein anderes Spiel zocke. Das ist für mich eine Community, wenn man mich als Person feiert und nicht nur das Spiel, was ich spiele. Was ist der Sinn des Lebens? Boah, jetzt geht's richtig los, Jungs. Der Sinn des Lebens. Ich würde sagen, dass der Sinn des Lebens einfach glücklich sein ist. Wenn man jetzt hier so 80, 90 Jahre auf der Welt war und die ganze Zeit alles bereut, was man gemacht hat, ist auch scheiße, ne? Ist auch scheiße. Also was, jeder muss so persönlich für sich herausfinden, was einen glücklich macht. Ich würde halt gerne irgendwann, wenn ich von der Welt dann abtrete, einfach das Gewissen haben, dass ich vielleicht für ein paar Menschen irgendwie was hinterlassen habe. Vielleicht einfach, dass ich mit meinen Videos Leute zum Lachen gebracht habe, dass ich anderen Leuten irgendwie helfen konnte, die vielleicht, keine Ahnung, gerade, vielleicht du, der gerade das Video guckst, vielleicht geht's dir gerade scheiße und du siehst mein Video und lenkst dich ein bisschen ab oder musst lachen oder keine Ahnung. Für mich ist, ich will einfach nur glücklich sein in meinem Leben und ich bin glücklich, wenn ich Leute unterhalten kann und wenn ich Leute zum Lachen bringen kann. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Findest du, du bist ein guter Comp-COD-Spieler? Nein. Also ich bin vielleicht kein schlechter COD-Spieler, ich bin ein durchschnittlicher COD-Spieler, leicht überdurchschnittlicher COD-Spieler vielleicht auch noch. Aber ich bin kein guter Comp-Spieler. Ich habe es auch vielleicht einen Monat lang nur gespielt. Super Bowl Champions. Ich hätte, also als die Fragen gestellt wurde, da war letzte Woche noch, da hätte ich, wenn ich Geld draufsetzen müsste, hätte ich damals schon Patriots gesagt und sage jetzt wieder Patriots, aber mein Herz sagt eigentlich Falcons. Deswegen. Wollt ihr Impact-Jungs mal eine WG machen? Ja, also wir haben, als wir in München waren, haben wir darüber geredet und es wäre schon hart geil, muss man sagen, weil wir verstehen uns einfach, die Mischung von den Impact-Mamas, hat Massi auch gesagt, passt einfach perfekt.
Man versteht sich nicht mit allen gleich gut, aber in der Gruppe ist es einfach perfekt, ehrlich, ohne Witz. Ich feiere das richtig, diese Gruppe, diese Konstellation. Vielleicht sind wir nicht so aktiv auf YouTube, aber ich meine, ich hab die Jungs letztes Jahr allein 5-6 Mal gesehen. Das ist krass, ja, echt krass. Die letzte Frage, vorletzte Frage ist, wann hast du COD für dich entdeckt? Und das müsste so mit 15 habe ich, glaube ich, mein erstes COD bekommen. Glaube ich. Mit 15. Und die letzte Frage ist, magst du mich? Und die kommt von Merk, das ist mein Intro-Designer. Und da will ich kurz mal ein kleines Shoutout rausgeben. Folgt dem Jungen auf jeden Fall auf Twitter. Zmerk mit Q. Also M-E-R-Q. Folgt ihm wirklich, er macht seit ein paar Wochen meine Thumbnails. Habt ihr, denke ich, mal auch mal mitbekommen, dass sie jetzt nicht mehr so gammelig sind, wie ich, als ich die gemacht habe. Also könnt ihr auf jeden Fall auf Twitter folgen, wäre richtig geil. Und ja, klar, mag ich dich, ist ja logisch, ne? So, das war jetzt dieses Q&A, ist ein bisschen länger geworden sogar. Ich dachte, das geht nur so 8 Minuten oder so. Jetzt habe ich hier so 12,5 Minuten aufgenommen. Wenn es euch gefallen hat und ihr das ganze Video geguckt habt, ihr könnt auch so ein Like da lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ablenken, zum Lachen bringen, was auch immer. Wir hören uns am Sonntag wieder. Da kommt Road to Dark Matter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Meine Katze mautzt. Ciao.